Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us 2. Ich mein's ernst. Die Werte des Babys waren etwas erhöht, aber kein Grund zur Sorge. Jemand sollte Owen Bescheid sagen. Er wird bei ihr sein wollen. Ja. Wenn die Werte des Babys erhöht waren, heißt das, es kommt dann schon mit Level 2 zur Welt und ist ein bisschen stärker als andere Babys? Kommt drauf an, auf was es geskillt hat. Kann natürlich auch intelligenter sein oder so, aber ne? Klingt gut. Klingt gut. Hat schon EP gesammelt im Mutterleib. Ich muss euch beiden was zeigen. Was ist los? Kommt mit. Oh mein Gott. Sind das alles unsere? Ja. Und es werden stündlich mehr. Da sehen wir, was wir... Okay. Was Nora, wir angerichtet haben in den ersten paar Spielstunden. Wer ist in dem Leichensack? Oh, Scheiße. Es ist Danny. Wo ist Owen? Ich weiß es nicht. Vor ein paar Tagen wurden ein paar Scars beim Yachthafen gesehen. Danny und Owen sollten nachsehen. Und heute Morgen haben die Wachen Danny am Grenzzaun gefunden. Er kam zu Fuß zurück, mit einer Kugel im Bauch. Pinche Scars, hijos de puta! Isaac sprach mit ihm, bis er starb, aber... Soweit ich weiß, wird keine Einheit dorthin zurückgehen. Und was ist mit Owen? Hast du Isaac gefragt, was los ja, war? Ja, ich hab's versucht. Aber er sah mich nur komisch an und sagte, ich soll nicht drüber reden. Und das heißt Klappe halten. Owen ist vorsichtig. Ihm geht's bestimmt gut. Wo ist Isaac? Ich sag ihm auch nichts. Zuletzt war er wohl in den Apartments. Okay, ich werde mal nach Mel sehen. Also, sagt mir Bescheid, was ihr rausfindet. Ja. Mann! Warum hat Isaac keinen Suchtrupp für Owen losgeschickt? Vielleicht hat er und Nora weiß es noch nicht. Scheiße, das hoffe ich. Wir suchen Isaac. Er ist drin. Geht rein. Danke. Ich glaube ja, dass The Binding of Isaac ein Vorgänger ist. Was geht, Leute? Habt ihr Zeit für ein Spiel? Ah, geht nicht. Wir wollen zu Isaac. Ganz wie du willst. Ich kann nichts dafür, dass ich so gut bin. Ist klar. Man sieht sich. Ich glaube, The Binding of Isaac ist quasi die Vorgeschichte von Isaac, den wir jetzt dann treffen werden. Nur so die Eckpfeiler von der Story von The Binding of Isaac, von einer religiösen, schizophrenen Mutter hoch erzogen und misshandelt worden, in eine Parallelwelt geflüchtet, die aber im Grunde nur von Ängsten und Abscheulichkeit geprägt ist. Und dann aber am Schluss irgendwie vielleicht mehr oder weniger sich davon befreien. Das ist so die Story von The Binding of Isaac. Okay, Isaac. Es hat 3 Tage gedauert, aber ich habe endlich etwas aus Nummer 74 rausgekriegt. Wenn er die Wahrheit sagt, ist die Südküste wohl unsere beste Möglichkeit. Ich habe das auf einer Karte markiert und sie in deine Wohnung gelegt. Wir sollten so bald wie möglich Späher ausschicken, um die Information zu überprüfen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass er etwas zurückhält. Gib mir noch ein paar Tage mit ihm. Sergeant Foster. Ich kann hier leider nicht sprinten. Ich hasse das so.
Ich hasse das so, wenn einem Spiele die Möglichkeit nimmt zu sprinten, weil gerade irgendwie Dialoge erzählt werden oder man sich genau umschauen soll oder nimm mir nicht Funktionen. Ich will meine Waffe immer ziehen können, ich will immer sprinten können. Nimm mir nicht meine Steuerung weg, Mensch. Ich hasse es. Zeig mir Cutscenes oder lass mich spielen. Das hier fehlt mir echt nicht. Scheiße. Der Gestank ist furchtbar. Nach diesem Morgen wäre ich gern mal kurz mit denen allein. Verständlich. Yep. Das ist die dunkle Seite der Wolfs hier unten. Es ist nicht nur alles Bauernhof und Hündchen streicheln. Hey, Abby. Wir müssen hoch. Isaac ist da drin. Na. Weißt du, wie lange? Ich soll ihn holen, wenn ihr da seid. Kommt. Sir, Abby und Maddie sind hier. Lass sie nicht einschlafen. Ja, Sir. Gehen wir hoch. Hab gehört, ihr hattet Schwierigkeiten? Keine Verluste bei uns. Nur ein paar kleine Kratzer. Bei denen sah es anders aus. Das würde ich gerne öfter hören. Die Basis war noch nie so voll. Morgen wird's noch voller. Es kommen noch mehr Einheiten. Was ist los, Bas? Diese kleinen Gefechte. So geht das nicht weiter. Wie? Dann? Ein neuer Waffenstillstand? Aber wie schnell würde irgendein Arschloch auf deren Seite oder einer von uns das Ganze versauen? Nein. Wir müssen sie alle vernichten. Sir, es gab schon Angriffe auf die Insel. Nicht solche. Nicht mit allen. In ein paar Tagen kommt ein Sturm. Wir werden ihn zur Tarnung nutzen. Ihr beide führt die erste Welle an. Wählt die Leute aus. Fangt gleich an. Ich will Owen. Wann kommen er und Danny zurück? War das wieder Nora? Keine Geheimnisse in der Salt Lake Crew, hm? Ist Owen okay? Soweit ich weiß. Und warum wurde dann kein Suchtrupp losgeschickt? Er hat Danny erschossen. So wie es aussieht, um einen Scar zu beschützen. Bullshit. Wie bitte? Doch nicht Owen. Das kann nicht sein. Du meinst also, Dannys letzte Worte an mich waren gelogen? Sir, wenn sich das rumspricht, ist Owen tot. Wenn ihn irgendwer sieht, wird er einfach abgeknallt. Dann hört besser auf, euch das Maul zu zerreißen. Ich werde ihn suchen. Ich bringe ihn her. Wir gehen der Sache Nein. auf den... Der Sturm kommt doch erst in ein paar Nein. Tagen. Wir haben nur diesen einen Versuch. Und das ist wichtiger als wir alle. Und viel wichtiger als Owen. Wenn er auftaucht, na schön. Im Zweifel für den Angeklagten. Und wir gehen dem auf den Grund.
brauche dich, Abby. Ja? Ja. Verstehe. Gut. Sieh dir die Pläne an und mach dein Team klar. Geh was essen. Wir reden später. Owen hätte Danny nie wegen einem Scar gekillt, nicht wahr? Was? Nein, Abby, nicht. Ich bin morgen früh zurück. So lange musst du mich decken. Isaac macht dich zur Sau. Nicht vor dem Angriff. Er braucht mich schließlich. Wenn Owen da draußen ist, wie willst du ihn bitte finden? Ich weiß, wo er ist. Ich bring dich um. Was? Ich mein's ernst, hör auf! Okay. Warum kommst du nicht rüber und genießt die Aussicht mit mir? Klasse. Der Hammer. Ach. Komm schon. Sind wir echt hier raufgekommen, nur damit du dann auf den letzten Metern doch noch kneifst? Ja. Ja, es hieß nur, ich soll hier rauf, also. Okay, hier ist der Plan. Du schiebst deinen Arsch hier rüber, setzt dich auf den Rand oder du gehst hier auf den Kindersitz und genießt die Aussicht. Wir haben doch Training. Wirklich? Wir können also nicht ein einziges Mal schwänzen? Nein. Willst du drüber reden? Es ist schon spät. Ja. Okay. Nein. Mach das nicht, es ist zu hoch. Oh mein Gott. Weißt du, ich kann so einfach nicht mehr weitermachen, Abby. Owen, ich mein's ernst. Ich mach Schluss mit dir. Owen. Ich liebe dich, Abby. Nicht! Owen! Ich bin hier, du Arschloch. Du bist gesprungen und ich hab's verpasst? Ich dachte, du ertrinkst. Und du wolltest mich retten? Nein. Ich wollte nur sicher gehen, dass du ertrinkst. Ich hab da was ziemlich Krasses gefunden. Was? Du wirst mir wohl folgen müssen, um es zu sehen. Na dann. Owen, wir müssen zurück. Keine Sorge. Erst musst du das sehen. Owen. Was wollen die denn tun? Einen Haufen Fireflies verjagen, die sonst nirgends hin können? Vielleicht. Ich will's nicht rausfinden. Komm einfach und sieh dir das an. Tief Luft holen. Es gibt so Folgen wie heute, da bräuchte ich eigentlich nicht dabei sein. Ich meine, irgendwer muss Abby bewegen in den kurzen Spielsequenzen. Aber ist auch ganz schön. Schone ich meine Stimme ein bisschen. Was ist das hier? Ich weiß nicht. Wollen wir weiter? Scheiße, ja.
für ein Ort? Das ist bestimmt einer von diesen Zoos. Bloß für Fische. Klappe. Sieh dir das Jungtier an. Ich habe neulich eine Robbe gesehen. Sie hatte überall Punkte. Wir haben keine Punkte. Sie sind braun. Das sind Seelöwen. Nein. Nein, du hast keine Ahnung. Ich weiß, was ich gesehen habe. Mit meinen Augen. Ich trau mich gar nichts sagen, weil die bestimmt gleich wieder weiterquasseln und ich will nicht reinreden. Hilf mir mal damit. Yep. Drei Jahre später hätte Abby das Tor einfach in der Mitte auseinandergerissen. Aber damals war sie noch so schwach. Na, das ist eindeutig eine Art Theater, bloß für Fische. Bist du jetzt ein Hahn? Was? Ich bin ein Wolf. Das ist mein Geheul. Du bist ein Spinner. Glaubst du, das Segelboot gehörte zur Show? Nee, sieht aus, als hätte es jemand zu einer Art Dock umgebaut. Hier sind Kindersachen. Bestimmt war eine Familie hier. Sieh dir die Zeichnung an. Was wohl aus ihnen geworden ist. Vielleicht gingen sie zu den Wolves. Ja, oder wurden von Scars getötet. Was für ein Optimist. Da schaut sich das Bild aber wirklich sehr, sehr genau an. Doch nochmal das da anschauen. Hinten ist nichts drauf. Wirklich nicht. Lieber zweimal nachschauen. Ah, vergleichen wir es nochmal mit dem hier. Hosen. Hinten? Nein, nichts drauf. Eine Krone? Oder sind es Haare? Wer weiß. Ich schaue mir das nochmal zum Vergleich an. Die roten Haare sind ja schon die gleichen wie bei der anderen. Hinten? Immer noch nichts drauf, Mensch. Und jetzt? Hinten ist einfach nichts drauf. Ich versuch's nochmal bei dem Blatt hier. Hose, hinten nix. Unglaublich. Ach, und ist ein Trottel. Okay, so. Genug von diesem Boot. Wirklich? Willst du die Bilder nicht nochmal genauer anschauen? Ist das ein westlichen Fischzoo? Meinst du, es gibt noch mehr zu sehen? Na klar. Auf geht's. Was machst du da? Wird das jetzt eine Tiershow? Sehe ich wie eine gepunktete Robbe aus? Läufst du gegen die Wand, oder? Oh, das ist ein Trottel. Trottel. Ah, von hier sind wir gekommen, ne? Hättest du mir ja früher sagen können, du Trottel. Dann gehen wir, joggen wir mal gemütlich in die Richtung. Meinst du, du kommst da durch? Jupp. Hilf mir da hoch. Jupp. Jupp. Sag ich doch. So, was sich auf der anderen Seite hier befindet, erfahren wir aber erst in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ne, in diesen Passagen, wo eigentlich nur geredet und erkundet wird, muss man echt immer gute Punkte finden, die an denen man pausieren kann. Weil mitten unter einem Dialog, mitten unter einem Gedankengang von einem Charakter geht immer nicht. Und die dauern teilweise Stunden. Also, bis dann. Ciao.